Das ist nun ein etwas ungewohntes Video unter meinen gewohnten Themen. Schon von Kindheit an spiele ich die Blockflöte. Sehr intensiv während der Schulzeit und später auch als Nebeninstrument während meines kurzen Musikstudiums. Die Blockflöte ist schon ein sehr altes Instrument und wer sich dafür interessiert, ist auf der Wikipedia-Seite mit vielen Informationen gerade richtig. Die Blockflöte ist für einen 3D-Druck gut geeignet und schon vor einiger Zeit habe ich versucht, so ein Instrument herzustellen. Mit wenig Glück, was wohl an den unzureichenden Qualitäten der benutzten 3D-Drucker lag. Nun, mit dem Ender 3D Pro habe ich es dann noch einmal versucht und hier nun meine Fingerübungen. Ausgesucht habe ich mir bei Thingiverse die Flöte von Simon in der Version 2.2 mit einem Mundstück in der Ausführung 2.3. Es gibt dann auch die neueste Version bei Pinshape in der Designnummer 2.4. Gedruckt habe ich dann eine komplette Blockflöte in der Version 2.2 mit dem Mundstück 2.3. Nach dem Druck habe ich zuerst einmal die Mundstücke ausprobiert, ob sie überhaupt einen gescheiten Ton abgeben. Dann habe ich mir noch die Pinshape-Version vorgenommen und da auch eine vollständige Flöte ausgedruckt. Das Mundstück davon klingt dann so. Mir hat als Ergebnis am besten der Ton der Version 2.3 gefallen und mit diesem will ich auch nun das erste Musikinstrument zusammenbauen. Die Passgenauigkeit der gedruckten Teile ist schon sehr gut und ich kann die Blockflöte mit wenig Mühe zusammenstecken. Am Mundstück habe ich dann ein wenig Fett benutzt, was aber wohl nicht nötig gewesen wäre. Und die Flöte klingt nun so. Töne im unteren Bereich klingen noch nicht so gut. Das mag aber auch ein Problem mit dem Ansatz und der Abdeckung der Löcher sein. Ich nehme an, da sollte ich noch etwas üben. Was mich überrascht hat, war die gute Stimmung der 3D-gedruckten Flöte. Sie klingt in C wie eine Sopranblockflöte, hat fast die gleiche Länge. Allerdings ist meine Holzflöte etwas dicker und lässt sich dadurch besser greifen. Die zweite 3D-gedruckte Flöte lässt sich sogar noch etwas besser zusammenbauen und hier musste ich dann nirgendwo nachhelfen. Und die klingt dann so. Beep, beep, beep.
Das Instrument klingt bei beiden nicht so gut und so sauber wie das erste Modell. Es lässt sich im Bereich vom Ton F an, untere Grifflöcher, fast nicht spielen. Ich habe dazu aber auch ein anderes Filament benutzt. Wo nun genau das Problem liegt, müsste man genauer untersuchen. Auch hier entspricht die Stimmung in C fast genau einer üblichen Sopranblockflöte. Und nach ein wenig Rumprobieren mein Fazit. So ganz unbrauchbar sind die 3D gedruckten Instrumente nicht. Und bei entsprechender Sorgfalt erhält man eine Blockflöte, auf der man auch gut spielen kann. Man erhält einen Tonumfang von 1,5 Oktave. Und davon ist eine Oktave völlig brauchbar. Ich denke, nach einiger Zeit wird man auch richtig Freude an seinem Instrument haben. Und für mich war das nicht das letzte Musikinstrument, das ich auf meinem 3D-Drucker gedruckt habe. Tschüss und Salü aus dem Saarland.